Und mit der fühlen wir uns auch ganz stark verbunden. Und dann haben wir die christliche Beratungsstelle in Kiel. Da geht es uns genauso. Und wir möchten jetzt gleich mal so ein bisschen so ein Update bekommen von euch. Wie sieht es denn gerade aus an der christlichen Schule und an der christlichen Beratungsstelle? In unserem Ablauf steht 3 Minuten christliche Schule Kiel und danach 3 Minuten christliche Beratungsstelle Kiel. Aber ich hoffe, es schaut niemand auf die Uhr. Guten Morgen. Wir von der christlichen Schule, das ist einmal Malte, er ist Schüler. Frau Scholz, sie ist Elternvertreterin. Marie Gessinger ist eine Lehrerin. Ich bin Matthias Dinkel, bin für die Verwaltung als Geschäftsführer zuständig. Wir möchten Ihnen heute Morgen kurz die christliche Schule vorstellen und auf die nächsten Veranstaltungen aufmerksam machen. Da ist der Infoabend der Regionalschule und ein Flohmarkt. Und wir wollen jetzt ein bisschen darstellen, warum wir uns für die christliche Schule entschieden haben, einmal als Lehrerin, als Mutter und dann aber auch als Schüler. Und ich habe mich gefragt, warum bin ich eigentlich zur christlichen Schule gegangen? Und ich bin da jetzt seit 1,5 Jahren Lehrerin und muss sagen, dass ich mich da sehr schnell heimisch gefühlt habe, sehr schnell ein Zuhause gefunden habe, weil ich einfach meine Arbeit mit meinem Glauben verbinden kann und das gemeinsam leben kann. Zum einen mit meinen Kollegen, weil ich mit denen morgens eine Andacht habe oder gemeinsam mit denen bete, weil wir uns, ich glaube, einmal im Monat zusammen treffen und ja eine richtige Gebetszeit machen. Und auch zum anderen, weil ich dort meinen Glauben an meine Schüler weitergeben kann, weil ich mit denen zusammen im Morgenkreis sitze und ja, weil wir über Probleme reden oder auch über einfach die Woche, was wir so erlebt haben. Und das tut mir sehr gut. Das ist für mich ein großes Privileg, dass ich meinen Glauben mit meiner Arbeit verbinden kann. Ja, bei mir ist es natürlich so, dass ich von der christlichen Schule erwarte, dass sie meinem Sohn einen ganz soliden Wissenskanon und auch Methodenkanon vermittelt. Aber ich erwarte eben auch finde das auch, dass die christliche Schule die Persönlichkeitsentwicklung meines Kindes fördert. Ich merke das daran, dass so das Miteinander und das Gespräch eine große Bedeutung haben. Das wird zum Beispiel auch daran deutlich, dass es ganz feste Zeiten im Stundenplan für die Klassengespräche gibt, dass also Gespräche nicht nur dann stattfinden, wenn etwas Besonderes vorfällt, sondern dass es eine ganz selbstverständliche Einrichtung ist. Das ist mir sehr wichtig, auch, dass es dort ein Fach gibt, Kommunikation, wo die Schüler die Gelegenheit haben, so die neuen Medien und den Umgang mit den neuen Medien zu reflektieren. Das ist mir schon ein besonderes Anliegen als Mutter, wo ich denn auch nicht allein mitstehen möchte. Ja, insgesamt kann ich sagen, es ist für mich spürbar, dass die Lehrerinnen und Lehrer so den christlichen Werten verbunden sind. Und ich glaube, dass mein Sohn das Gefühl hat, dass er einer Gemeinschaft angehört, die eben Gott und auch seiner Schöpfung verpflichtet ist. Und da würde ich sagen, das ist so im Groben das, was mir als Mutter ganz wichtig ist. Ja, ich bin jetzt seit der Grundschule auf der christlichen Schule und ich finde es gut, dass wir kleine Klassen haben und auch gut lernen können. Ja. Wir stehen nach dem Gottesdienst Ihnen zu Gesprächen zur Verfügung. Im Vorraum ist ein Infotisch. Da können Sie uns gerne ansprechen. Da gibt es auch Flyer zu dem Infoabend der Regionalschule. Die jetzigen Viertklässler müssen sich ja jetzt dann umorientieren. Wir bieten in der christlichen Schule den Hauptschulabschluss und den Realschulabschluss an. Den Flohmarkt am 18. Februar möchte ich auch empfehlen. Da gibt es massenweise Kindersachen, Kleider, Spielzeug, sonstige Sachen, Kaffeekuchen, Tombola und Theaterstücke.
Sie sind herzlich eingeladen zu beiden Veranstaltungen. Ich komme von der christlichen Beratung Kiel. Mein Name ist Kirsten Leidecker. Ich bin dort als Beraterin tätig und mache auch so ein bisschen Koordination und solche Geschichten. Und ich habe überlegt, was erzähle ich hier heute? Und ich stelle Ihnen einfach mal eine Frage. Was machen Sie, wenn Sie in Not sind? Oder was machen Sie, wenn Fragen des Lebens nicht einfach so zu beantworten sind? Ich persönlich erlebte das im Oktober, wo einer meiner Söhne eine Diagnose bekam, die, wenn man diesen Weg der Diagnose zu Ende denkt, einem wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht und das Leben nochmal eine ganz andere Wandlung nehmen würde. Ich bin froh, dass ich zwei Freundinnen habe, die das durch Gebet und Unterstützung mitgetragen haben und auch meine Kollegen und also einen Kreis habe, wo ich weiß, da sind wir nicht alleine. Aber was ist mit Menschen, die das nicht haben? Menschen, ich kann nicht sagen, unsere Stadt Kiel, ich komme nicht aus Kiel, aber ihrer Stadt. Menschen, die einfach nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Oder wenn Dinge in der Gemeinde auftreten, die man dort vielleicht nicht so gut klären kann, wo man mal was, jemand Neutrales braucht. Diese Menschen haben die Möglichkeit, zu uns in die christliche Beratung zu kommen. Sie können bei uns eben Begleitung erfahren, solange wie sie brauchen, Unterstützung bekommen. Und wer kommt? Letztes Jahr war es so, dass wesentlich mehr Menschen gekommen sind als das Jahr davor. Also unsere Arbeit wächst. Es kommen Menschen, die Fragen zur Erziehung haben, Menschen, die Glaubensfragen haben, Menschen, die vielleicht irgendwas Dummes gemacht haben, wo sie nicht wissen, wo soll ich jetzt damit hingehen? All diesen Menschen können wir begegnen. Und ich möchte jetzt noch einen Punkt sagen, etwas, was mich im letzten Jahr ganz besonders berührt hat. Da kam eine Familie, wo es einfach Schwierigkeiten gab zwischen Eltern und Kindern, wo keine Kommunikation mehr herrschte, wo es tot war. Und durch lange und schwierige Gespräche ist es aber zustande gekommen, dass Vater und Tochter sich wieder begegnen konnten, ja, dass sie sich vergeben haben, dass sie sich umarmt haben, gesagt haben, hey, wir fangen hier neu an. Und das ist für mich ein Stück Frieden, der da entstanden ist. Und es war fast so ein bisschen, ja, wie Himmel. Mein Name ist Karl Wagner, ich bin der Vorsitzende des Trägervereins Christliche Beratung Kiel. Und um genau diese Arbeit leisten zu können, die Kirsten uns eben beschrieben hat, haben wir 2004 die Christliche Beratung Kiel gegründet. Aus den Gemeinden der Allianz heraus, das heißt, unsere Mitglieder kommen aus den Gemeinden der Allianz. Wir sind, Willi Quiring hat das eben gesagt, damit ein Kind der Allianz, ein Werk der Allianz. Das ist uns auch wichtig zu betonen, denn wir fühlen uns den Gemeinden der Allianz in ganz besonderem Maße verbunden. Wir haben dort unsere Wurzeln. Und unsere gemeinsame Wurzel in allen Gemeinden der Allianz ist Jesus Christus. Und das heißt für uns, dass wir diese Arbeit, die wir tun, in seinem Namen tun und dass wir sie in seinem Auftrag tun. Das haben wir auch in unserem Namen deutlich gemacht. Das Christliche in der christlichen Beratung Kiel ist unser Alleinstellungsmerkmal. Jetzt könnte ich noch ganz, ganz viel erzählen. Das will ich nicht tun, sondern Kirsten und ich, wir werden ebenfalls am Ende des Gottesdienstes draußen am Ausgang stehen. Für alle diejenigen von Ihnen, die uns näher kennenlernen wollen, die vielleicht auch wissen wollen, wie sie uns unterstützen können, wir beantworten dort gerne Ihre Fragen. Vielen Dank. Die christliche Schule hat was vergessen. Die haben vergessen zu sagen, dass es einfach eine richtig gute Schule ist und dass die Abgänger der Regionalschule eine ungewöhnlich hohe Rate an Ausbildungsplätzen oder weiteren Schulgängern gibt im Vergleich zu anderen Regionalschulen. Das sind nur so ein paar Fakten. Das zeigt nur die Demut der christlichen Schule, das nicht zu erwähnen. Nun wollen wir beten. Das ist schließlich die Gebetswoche, der Abschlussgottesdienst. Das tun wir jetzt erstmal in Liedern. Das sind auch
gesungene Gebete. Wir können das laut tun, wir können es leise tun, wir können sitzen, stehen. Dabei sollte man allerdings auf den Hintermann oder die Hinterfrau achten. Alle sollen schließlich auch den Text lesen können, wenn sie es möchten.